Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und in der heutigen Folge, da gibt es den ersten Sieg in der Liga 1. Ihr seht es ja hier, beziehungsweise sieht man nicht ganz genau, aber das ist die erste Saison in der Liga 1. Und bis jetzt ist uns leider noch nicht gelungen, einen Sieg einzufahren. Zwei Unentschieden aus den ersten beiden Spielen. Jetzt muss ein Dreier her, jetzt muss ein Sieg her. Das gehen wir jetzt hier in dieser Folge an. Es wird langsam mal an der Zeit. Und spielen werden wir mit diesem Team. Ich habe jetzt noch kein neues Team gebaut. Ich hatte ja eins für diesen El Derby Matrieno Pokal gebaut. Und dann gab es den Foot Draft. Den habe ich ja leider letzte Folge beendet. Werde ich gleich noch was dazu sagen. Und dann habe ich Özil gezogen. Und ich zeichne jetzt aber schon auf, bevor ihr das gesehen habt. Und ich habe euch nach Vorschlägen gefragt, dass ihr ein Team baut um Özil drumherum oder vielleicht auch ohne Özil. Dafür mit den Münzen, die ich dadurch bekomme. Und das ist jetzt noch nicht online und daher möchte ich eigentlich auf eure Reaktion warten, euch die Chance geben, auch Vorschläge zu machen. Und warum zeichne ich jetzt schon auf? Das liegt daran, dass jetzt hier gerade nachts ist und nachts hat den Vorteil, dass draußen die Baustelle nicht zugange ist. Dadurch ist schon mal dieser Unruhefaktor schon mal weg, das ist schon mal gut. Und dann möchte ich jetzt gleich noch was zu der letzten Folge sagen, weil ich muss natürlich sagen, ich werde jetzt hier mal kurz Fitnesskarten anwenden bei den Spielern, die jetzt hier nicht 99 Fitness haben. Das ist bei Benzema der Fall, wobei ich eigentlich Benzema auch temporär durch Martinez ersetzen könnte. Aber ich bin wirklich unglücklich über solche Folgen wie die letzte Folge. Das muss ich mal ganz klar zum Ausdruck bringen. Warum? Ja, weil ich dann einfach weiß, dass diese Folge nicht so wirklich unterhaltsam war für euch. Ich muss mal ganz kurz nochmal hier die Spielanweisung checken. Weil ich war zum einen... Warte nochmal ganz kurz hier, das passt, ja. Das möchte ich nicht. Konobianka. Okay. Ich glaube, das passt soweit alles. So, jetzt muss ich nur überlegen, was ich eigentlich sagen möchte zur letzten Folge. Ich bin einfach wirklich unglücklich darüber, weil ich weiß, dass das Commentary nicht so gut war. Weil ich mich ärgere, dass ich dieses Spiel verliere. Und ich fange jetzt schon wieder genauso an wie in der letzten Folge. Das will ich natürlich nicht machen. Aber ich rede dann immer ständig darüber und wiederhole mich. Und das ist dann irgendwie doof für euch, glaube ich, beim Zuschauen. Und ich weiß das auch. Aber trotzdem probiere ich mich halt irgendwie zu erklären und zu verständlich zu machen, warum ich der Meinung bin, dass das jetzt gerade nicht notwendig war. Passt das für den Trikot? Ja, ne? Das sollte eigentlich klar gehen. Und das ist auch dann normalerweise so eine Folge, wo ich dann auch schon in der Vergangenheit, das war jetzt zum Beispiel in dieser Saison FIFA 16, zwei, dreimal der Fall, dass ich gesagt habe, hey, das Video zeige ich euch nicht, weil ich mit dem Commentary nicht zufrieden bin. Und das wäre zum Beispiel so ein Teil gewesen. Da läuft es dann nicht spielerisch nicht so mega gut. Und dann mit meinem Commentary da manchmal in manchen Folgen auch noch echt schlecht oder langweilig oder wo ich nicht das Gefühl habe, dass es unterhaltsam ist. Und dann bin ich damit nicht zufrieden. Dann denke ich so, macht das wirklich Sinn, dieses Video hochzuladen? Weil ich dann im Nachhinein weiß, das war eigentlich gar nicht so toll, wie du das gerade gemacht hast, weil du es einfach, weil ich dann wirklich damit unzufrieden bin. Und das hat dann nichts damit zu tun, dass ich verloren habe, sondern weil ich einfach doof kommentiert habe. Und das muss man ja dann auch immer einfach mal klar sagen. Und jetzt probieren wir natürlich, dass wir hier besser spielen. Machen wir einfach hier so ein paar Roulettes. Legen wir hier mal so rein. Und dann legen wir den hier ab. Und das könnte das 1:0 sein. Ja, sauber. So kann es auch mal laufen. Ganz guter, schöner Angriff. Dritte Minute, 1:0. Und ja, warum ist mein Commentary dann so schlecht? Weil ich einfach irgendwie natürlich erklären möchte. Also zum einen, ich möchte einfach jedes Spiel gewinnen. Das ist echt wirklich krass bei mir. Und wenn ich dann einfach gegen einen Spieler, wo der Gegner auf Augenhöhe ist oder also wirklich einfach gut spielt, und ich dann solche zwei, drei Tore bekomme, wo ich einfach sage, ey, das hat jetzt gerade nichts damit zu tun, dass da irgendwas, ich einen riesen Fehler gemacht habe oder der Gegner irgendwas besonders gut gemacht hat und er mich total platt gemacht hat. Nein, das ist einfach nur Varianz gewesen. Und das probiere ich dann irgendwie zu vehement irgendwo zu erklären oder zu verständlich zu machen. Und dadurch wird es dann schlecht. Und das, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie unzufrieden ich dann damit bin. Aber ihr merkt es vielleicht, weil ich jetzt schon wieder auch, denke ich, das deutlich mache, wie unzufrieden ich damit bin. Und das fängt dann halt mit dem Spiel an, damit bin ich unzufrieden. Und hört dann mit dem Commentary auf, weil ich damit auch unzufrieden bin. Oh, das hat er gut gemacht. Da habe ich jetzt gerade ins Leere laufen lassen. Aber Basali, sehr, sehr schön erobert. Guck mal, hier können wir auf Benzema durchstecken. Da ist diese Abwehrüberlaufen-Option einfach mega für diese Pässe. Und das muss besser klappen. Da muss ich besser zurückziehen. Oh, ist das Ball? Ja, aber ist leider jetzt aus. Wobei, ist vielleicht meiner. Nee, es ist faul. So, und jetzt können wir uns auch auf das Spiel konzentrieren. Das wollte ich unbedingt noch loswerden. Aber das ist wirklich... Ich bin danach... Ich kann das gar nicht häufig genug zum Ausdruck bringen. Aber ich bin danach wirklich sehr, sehr unzufrieden.
Und das ist einfach kein Zustand, den ich mag, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Sehr, sehr gut den Ball hier noch stoppen können. Ja, können wir so durchlegen. Na, wollte ich mal was probieren. Ich probiere mir so ab und zu mal ein paar neue Sachen anzueignen. Und das, habe ich das Gefühl, kann in der Theorie ziemlich gut funktionieren, in dem Moment, in dieser Situation, die Ballrolle nach außen wegzumachen und dann den Heel-Chop zu machen. Weil das, aber am besten macht man die Ballrolle zweimal, aber dazu muss ich mal ein bisschen experimentieren. Och, das finde ich immer schade. Dieser Ball, der wurde einfach mal so kraftlos gespielt und das, denke ich, war eigentlich gar nicht so zwingend notwendig. Hier auf Benzema, leider kommt der nicht durch. Oh ja, Trickpässe sind immer ganz fein, um das Tempo ein bisschen rauszunehmen auch. Oh, jetzt können wir schicken. Oh, da ist Benzema im Abseits, ne? Das ist auch immer so eine Sache. Da ist Konobianka, der nicht im Abseits ist, und Benzema, der ist im Abseits. Und wer kriegt den Ball angewählt oder wer kriegt den Pass angespielt? Es ist natürlich der Spieler, der im Abseits ist. Immer ganz feine Nummer. Kennt ihr bestimmt. Ich habe das schon so häufig von Leuten gelesen, die sich darüber beschweren. Ist halt manchmal ein bisschen ungünstig, wie das läuft. Oh, schade, nicht bekommen. Wär ganz nett gewesen. Gut. Den jetzt hier rauslegen. Oh, das war ein bisschen risikoreich. Mal sehen, ob ich jetzt da... Sag mal, Also, pass mal auf. Ich muss jetzt gerade, glaube ich, die Kontrolleinstellungen sind, glaube ich, falsch bei mir. Ansonsten bin ich jetzt maximal verwirrt. Bälle in der Luft ist drin. Krass. Weil der hat jetzt gerade zweimal automatisch meinen Spieler gewechselt, wo ich einfach nicht verstehe, warum das passiert ist. Krass. Echt komisch. Weil jetzt, guck mal, jetzt hier so durchdecken, aber Konobianka hat dafür nicht die Passfähigkeiten. Ramsey hatte auch nicht die Schussfähigkeiten. Na doch, der hat eigentlich einen ziemlich guten Schuss, muss ich sagen. Oh, schönes Dribbling, aber Barthe setzt hier nach. Können wir den jetzt hier verteilt? Nein. Also er kommt deutlich besser ins Spiel jetzt inzwischen. Die ersten Minuten waren eine Katastrophe von ihm. Aber jetzt ist er deutlich besser drin. Da habe ich drauf spekuliert. Können wir gut rausspielen. Jetzt müssen wir auch so nochmal rausspielen, nämlich nach vorne spielen. Oh, ich bekomme jetzt gerade keinen Fuß mehr. Dann nicht. Dann geht halt keiner hin. Das Spiel ist teilweise so mad. Ja. Ja, es wird jetzt nämlich noch ein Tor. Ja. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen für solche Sachen echt die Worte. Aber ich werde mich jetzt nicht damit weiter beschäftigen. Sondern wir werden einfach weiterspielen. Das Spiel ist so kaputt, ey. Das passiert aber auch echt nur in Ultimate Team, sowas. Also ohne Scheiß. Sowas, was da eben gerade wieder war, nur Ultimate Team. Es kann eigentlich nicht sein, dass ich jetzt hier, dass es unentschieden steht. Ich habe jetzt gerade die letzten Minuten richtig scheiße gespielt. Da leider mit Marquisio einen sehr, sehr schlechten Schuss gemacht. Der hätte besser sein können. Oh, ich wollte ihn jetzt nochmal spielen, weil Mustafi ist natürlich auch nicht der beste Schütze, den ich da bekommen kann. So, jetzt mal ein bisschen aufwachen. Bin zwar richtig gut in das Spiel reingekommen. Die Ballrolle hat mal richtig zerstört. Leider De Gea Benzema auch, weil er den Ball noch gehalten hat. Krass. Komm. Ah, ich wollte schießen. Ich hab Schuss eingegeben. Ich weiß schon, dass ich jetzt Kommentare bekomme, da einfach mal schießen, aber ich hab's doch gemacht. Oh, fuck, 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 das ist faul. Ja, habe ich jetzt ein bisschen Glück gehabt. Das muss ich mir abgewöhnen. Diese L2-R2 Dribblings, wo ich mich dann nach vorne drehe, das mache ich immer wieder falsch. Der ist wieder im Abseits gewesen und ich hätte auf... Ja, der geht halt auch wieder durch. Ist okay. Geht halt auch wieder durch. Warum auch nicht? Und der Ball ist eben wieder auf Benzema gegangen, obwohl da auch ein anderer Spieler stand, der genauso hätte den Ball bekommen können. Wow, starker Schuss, starke Schussposition, weil es auch noch Costa war. Linksfuß. Das hätte sehr, sehr gefährlich werden können. Oh. Schön.
Ah, schade, dass ich nicht nach vorne rausspielen kann. Wir machen weiter. Er variiert sehr, sehr schön. Cuadrado kloppt den Ball einfach nach vorne. Das ist krass, wie deutlich. Das Spiel, das macht mich wahnsinnig. Es macht mich wahnsinnig, das Spiel. Es lässt sich so schwer kontrollieren in Ultimate Team, das ist echt krank. Schade, ich wollte ihn eigentlich noch ein bisschen weiter nach vorne kommen. Da hätte mein Spieler den auch mit einem Tempovorteil besser laufen können. Ist immer geil, wenn die Leute so langsam anfangen zu dribbeln, dann weißt du, der möchte einen Skill-Move machen. Kommen jetzt hier auf Farmes. Aber ich spiele jetzt auch gerade echt die letzten Minuten richtig scheiße nach vorne. Trotzdem habe ich meine Chancen gehabt, mit Benzema eben nochmal auch das 2:1 zu machen. Ah, ich werde schon wieder unzufrieden. Ich muss aufpassen, dass ich meinen Commentary wieder rette. So, wir drücken mal den Reset-Knopf und spielen jetzt einfach eine richtig geile zweite Halbzeit. Und ärgern uns nicht darüber, dass das Spiel jetzt hier unentschieden steht. Sondern wir machen jetzt einfach noch das 5:1 aus dem Spiel. Was haltet ihr davon? Gute Idee, oder? Nee, sowas funktioniert nicht. Das funktioniert. Boah, das ist krass. So ein schlechter Abwurf. Das ist echt heftig. Dass das nicht in einem Tor resultiert. Ja. Na, faul. So, jetzt wieder schnell. Komm. Und nach oben. Ja, genau. Ah, richtig gut von De Gea. Schade, ich fand das jetzt auch. Fand das nicht verkehrt, die Idee zu lupfen, weil er wirklich den Torhüter auch rausgeholt hat, so ein bisschen, und der eigentlich so im Zwischenraum stand. Und sobald solche Torhüter im Zwischenraum stehen, dann kommen die eigentlich an diese Lupfer nicht mehr so gut ran. Ist jetzt hier leider trotzdem passiert. Komm! Ach, das ist wieder mad, das Spiel. Ich werde heute. Ich kann machen, was ich möchte. Ich werde. Selbst die sauberen Abschlüsse werde ich nicht. Werde ich nicht reinmachen anscheinend. Ah, das hat er gut antizipiert. Steht er gut drin. Der geht ins Aus. Der geht ins Aus, genau. Ha, wir müssen uns konzentrieren. Das ist jetzt schon echt sehr, sehr bitter, muss ich sagen, dass ich hier noch nicht führe. Gute Grätsche von ihm. Und wir machen einfach wieder nochmal das gleiche wieder von vorne. Wieder gleiche Einwurfstelle, machen das wieder so. Aber diesmal machen. Oh, spielen wir es anders. Aber das war jetzt auch schlecht von mir. Dann darf ich nicht so spielen, dass er mit der Hacke spielen kann. Oder muss. Okay, jetzt haben wir ein Problemchen. Aber, ja, er spielt ihn nicht raus. Geht er wieder außen. Sehr gut. Leider jetzt nur die Ecke. Und das ist alles leider Zeit, die uns fehlt. Das ist richtig mies, weil der braucht da echt immer so lange um das Ganze, damit hier irgendwas passiert. Können wir ihn hier rausspielen? Ja. Ja. Komm. Ja, komm. Scheiße, die Schusstäuschung einfach mal falsch eingegeben. Oder falsch von der Richtung her. Und dann geht so ein einfacher Pass durch. Das darf mir nicht passieren. Komm. Sehr, sehr gut. Sehr wichtig. Kein Foul auch. Ist noch viel besser. Ja, das gefällt mir. Boah, war das wichtig, dass er diesen Ball abgefangen hat. Ich wäre durch gewesen mit zwei Spielern. Sehr schade. Diese kleinen Sachen, die müssen halt besser funktionieren. Und dann hat man auch eine Chance, so ein Spiel dann ganz geschmeidig zu gewinnen. Aber das müssen wir einfach noch weiter erzeugen. Dann geht da was. Ja. Oh, die nächste Situation, wo es mega knapp ist, dass er, wenn der jetzt durchgeht. Sehr, sehr gut, dass Basadi da dran bleibt. Richtig gut, das war so mega wichtig. Ich hätte mich tot geärgert, wenn er jetzt aus dieser Situation ein Tor gemacht hätte. Komm, spielen, 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 annehmen. Ich muss das ganz ruhig machen.
Ja, sehr schön. Schneller annehmen. Sehr schön. Ja. Oh, das ist so knapp. Es ist so fucking knapp. Komm. Das Spiel ist... Oh, das fehlt so wenig in diesem Spiel. Das ist so krass. Und ich werde es noch wahrscheinlich verlieren jetzt mit dem Angriff. Ich spüre das schon. Wir haben jetzt schon die 75. Und ich bin auf der Schwelle, dass ich mich tot ärgere, dass ich hier noch nicht führe. Na! Komm. Nee, nicht. Was macht mein Torhüter? Was macht mein Torhüter da? Ich habe den Torhüter nicht rausgeholt. Ich habe ihn nicht rausgeholt. Ich habe keine Ahnung, was da mein Torhüter macht. Schade, dass das kein Foul gibt. Das gibt jetzt leider ein Foul. Wir haben schon die 82. Ich probiere mich jetzt nochmal wirklich vollends zu konzentrieren. Es bringt mir alles nichts, was bis jetzt in diesem Spiel gelaufen ist. Wie knapp die ganzen Sachen waren. Ich muss mich jetzt konzentrieren, dieses Spiel noch zu gewinnen. Ich habe gesagt, dass ich hier den Dreier hole. Oh Gott, es wird vielleicht jemand einen Dreier holen. Und das bin nicht ich. Gut. Ja. 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 Hätte ich gewusst, dass ich mit Marquise so weit durchkomme, so gut durchkomme, dann wäre ich nochmal weitergegangen und hätte dann wirklich die 100%ige kreiert, aber selbst die wäre nicht gut genug gewesen. Yo, durch mich durch. So frustrierend. Sehr schön rausgespielt, aber leider nicht bekommen. Kriegen wir noch einen Angriff? Wie viel? 3 Minuten Nachspielzeit angezeigt. Ja. Ich sag dazu nichts. Wie kann man bitte das noch da abfallen? Ach, ich sag dazu nichts. Ah. Richtig bitter. Ich glaube, damit ist schon mal zumindest auch der Titel jetzt in Liga 1 weg. Ich habe in der 3. Minute direkt die Führung geschossen. Und... Das ist wieder das nächste Spiel, wo ich einfach so unzufrieden bin, wie es gelaufen ist. Das ist echt der Wahnsinn, dass ich dieses Spiel nicht gewinne. Das ist ein absoluter Oberknaller. Das fängt mit diesem Gegentor an, wo es auf so vielen Ebenen wieder was schief... Ich will mich nicht zu sehr drüber aufregen. Aber De Gea hat heute wieder auch ein richtig schönes Spiel gemacht. Da verkacke ich natürlich den Abschluss. Ich hätte nochmal einen Ballkontakt machen sollen. Kommt hier die nächste Parade, die Ballrolle, zack. Krass. Richtig gute Parade. De Gea hat echt ein richtig starkes Spiel gemacht. Und ja, da ist halt auch der Abschluss leider wieder nicht ganz optimal. Und hier, genau, hätte ich gewusst, dass er mit Mongola da mir entgegenkommt und ich an ihm links vorbeilaufen kann, dann wäre ich noch ein bisschen weiter gegangen. Egal, das bringt alles nichts. Das ist wieder so ein Wischiwaschi-Spiel, wo irgendwie nichts passiert ist und ich werde wahrscheinlich jetzt einfach noch ein weiteres Spiel hinten dranhängen. Genau, so mache ich es auch. Und tja, das ist jetzt das 3. Unentschieden im 3. Spiel. Das ist auch richtig geil, weil ich hab gesagt, es wird einen Sieg geben. Dementsprechend gibt es jetzt hier noch ein 2. Spiel. Ich hoffe, ich kann nochmal mit dem Team spielen. Muss dann nur ein paar Vertragskarten machen. Und dann sehen wir uns gleich, sobald ich den Gegner habe. Da sind wir wieder und wir haben den Gegner. Und ich bin jetzt wieder mega gut gelaunt, weil ich habe das gerade gemerkt. Ich falle schon wieder in ein richtiges Commentary-Loch. Und das geht einfach mal so gar nicht klar. Ihr wollt ja schauen, um unterhalten zu werden. Und dementsprechend...
muss das auch locker sein und lustig sein. Und ich darf nicht so mega traurig und verkrampft und frustriert sein. Egal, wie das Spiel läuft. Puh. So, Gegner spielt im 4-1-2-1-2. Hat auch sogar einen Inform am Start. Ziemlich viel Lost in the Gun. Ich glaube, eigentlich ausschließlich. Ja, wird so sein. Lacazette noch mit dabei. Den Stürmer kenne ich jetzt so auf den ersten Blick gar nicht. Aber jetzt zählt es. Jetzt muss der Dreier her. Jetzt muss das spielerisch laufen. Und auch natürlich hier vom Commentary. Und hier sieht man wieder diese geile Animation. So. Und dann, das hackelt immer so lustig. Okay, da. Mogandonjo. Irgendwie so heißt sein Stürmer. Er lässt erst einmal ganz ruhig den Ball laufen. Ja, da bin ich eigentlich schon so gut dran, aber leider bekomme ich ihn nicht. Wir sind aber Doppelpass initiiert. Weil Buena hat bis jetzt gegen mich richtig schlechte, also er hat richtig gute Oh nein. Das war zum Beispiel jetzt, das war ein Riesenbock, den ich geschossen habe. Bin ich froh, dass ich da jetzt nicht für bestraft wurde. Das war einfach gerade falsch, was ich gemacht habe. Okay, das war jetzt eigentlich nicht falsch, aber mein Spieler spielt den Ball leider zu kurz. Weil Buena hat gegen mich schon mal richtig gute Spiele gemacht, weshalb ich ein bisschen Angst habe. Und der Gegner spielt, das sehe ich jetzt schon, besser als der Gegner davor. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das wird deutlich schwerer, das Spiel. Sehen? Ja, da bin ich aber. Habe ich glücklicherweise verteidigt, diesen Move nach innen. Ich hätte gegen den Gegner eben gerade so viel Freiheiten und das Aufbauspiel war so einfach. Schade, wenn er den drin hält, Wahnsinn. Ist natürlich jetzt gut gelaufen. Sind wir da dran? Nein, wir sind nicht dran. Wieder durchspielen. Da sind wir jetzt dran. Abate kommt da vorher ran. Sehr gut. Den Ballbesitz jetzt sichern und nicht so wie eben. Verkacken. So, können wir hier rumlegen. Das ist schon mal ganz gut. Und jetzt haben wir hier unten auch so eine kleine Öffnung. Aber ich komme hier nicht weiter. Jetzt können wir doch nochmal zurücklegen. Das ist gut, dass der durchgeht. Wow. Das war jetzt mal ein druckvoller Pass. Der hat es in sich und das ist das 1-0. Das ist Glück gewesen. Weil man hat es gesehen, dieser druckvolle Pass, das war fast so aus wie ein Schuss hier. Man sieht das hier, Bums. Und die Ballannahme von Konobianka, die passiert 1 von 20 Mal so. Da habe ich Glück gehabt. Das hat nicht viel mit Können zu tun gehabt. Das gefällt mir dann natürlich auch nicht so gut. Aber sowas mal, wenn sowas mal im letzten Spiel gewesen wäre, da habe ich alles dann sauber spielerisch rausgespielt und wurde dafür nicht belohnt. So, den jetzt hier durchstecken. Das ist zum Beispiel sauber gespielt. Und es gibt dann kein Tor. Das ist, also, es ist abstrus teilweise. Das ist so toll gespielt. Und das gibt dann kein Tor. Oh Gott, das war jetzt ein bisschen Fail. Oh Gott. Okay. Ich mach was man nicht machen sollte. Skill Moves in der einen Hälfte, aber sag ich immer, das darf man nicht. Komm, ziehen wir mal durch. Ist der schneller? Ja. Ja. Das war jetzt nicht ganz die große Kunst, die ich da jetzt fabriziert habe. Wenn er den jetzt irgendwie gut durchgesteckt bekommt. Okay, das war ganz schön eng. Und einmal den Flankenwechsel. So, jetzt fehlt natürlich da Cuadrado. Ui, habe ich gerade was falsch eingegeben. Hoffe mal, ja, der geht ins Aus, das ist gut. Können wir sich durch Spieler so ein bisschen resetten, sich wieder die richtigen Positionen einnehmen. Das ist ganz schön eng. Können wir hier durchchippen, das ist richtig schön. Können wir hier spielen? Nein, können wir nicht. Aber ich habe ihn, können wir weiterlegen. Und jetzt hier einmal rüber, den jetzt annehmen und den reinschießen. Nein, natürlich nicht. Wenn mal irgendwas sauber passiert, so wie es passieren soll, da wird es kein Tor geben. Das ist wirklich ein Bestraf-FIFA, was wir hier spielen, habe ich das Gefühl. Wenn mal irgendwas passiert, so wie es sein soll, wenn etwas gut gemacht wurde, dann gibt das kein Tor. Aber wenn man einen druckvollen Pass spielt, der 50 cm über die Grasnarbe fliegt, ist das jetzt ein Foul oder ist das Abseits? Das ist Abseits. Wenn man so einen Druck von ein paar Spielen, der 50 cm über der Grasnahme lang fliegt und mein Spieler dann eine kranke Ballannahme macht, das klappt dann.
Das gibt dann ein Tor. Wenn man mal sauber spielt, dann nicht. Mal sehen, ob was das jetzt wird. Das ist nämlich wieder schön gespielt. Den knallen jetzt einfach mal ins kurze Eck, aber natürlich nicht. Nein. Offensichtlicherweise. Das darf man nicht machen. Das war schlecht. Aber es gibt Foul. So wie es immer ist. Wenn man was Falsches macht, dann wird es belohnt. In dem Fall gibt es den Foulpfiff. So, hier müssen wir aufpassen, dass wir jetzt hier keine Gassen aufmachen. Wenn er natürlich durch mich durchspielt. Ja, wenn er auf mich draufläuft. Ja. Das hätte jetzt noch gefehlt, dann wäre das heute wirklich das Bestraf-FIFA hoch 20 gewesen. Spielt durch mich durch, läuft auf mich drauf und das wäre natürlich dann logischerweise, konsequenterweise das 1:1 gewesen. So, er macht die andere Seite komplett auf, dementsprechend kann ich hier kurz spielen. Und dann den offensiven Flankenwechsel, den kann man eigentlich sehr schön spielen, wenn er lang genug kommt. Aber das schafft der Spieler nicht. Hier rumlegen, das ist Cuadrado, der hat doch ein bisschen Tempo. Läuft einer hinterher? So, und das ist jetzt das nächste Glückstor. Ich habe Glück, dass Benzema den Ball richtig geil noch irgendwo erobert hier in dieser Situation, beziehungsweise dass er dann da notgedrungen den Fehler macht, obwohl ich mit Cuadrado eben gerade volle Lotte auf den Gegenspieler draufgelaufen bin. Das ist Bestraf-FIFA, was wir heute echt spielen. Mach schlechte Sachen und du machst das Tor. Das ist schön. Jetzt chippt er durch. Ne, er schießt. Aber den hat natürlich davon. Ein Keeper seiner Klasse hat so einen Ball. Ja. Können wir einmal rumlegen. Ich hoffe, er kommt da noch ran. Kommt da aber auch. Easy. Abate und Cuadrado sind hier ein richtig fettes Duo, was hier unten auf der unteren Seite mal mega abgeht. Ich bin doch jetzt gerade auf den Gegner draufgelaufen. Warum hat das nicht geklappt? Das verstehe ich nicht. Ist kaputt. Foul? Bitte, bitte? Schade. Ich habe drauf spekuliert, das wäre eine richtig schöne Freistoßposition gewesen. Sehr gut von Abate. Das Ganze spielerisch auch lösen können. Jetzt hier einmal rum. Cuadrado läuft heute den Flügel hier hoch und runter. Oh, schade, dass er jetzt abpfeift, denn ich hätte jetzt mit Rames sehr, sehr schön das Spiel nach vorne weitergestalten können. 2:0 vorne, 94% Passgenauigkeit, auch auf der Seite des Gegners. Das ist echt ein bis jetzt hier gutes Spiel. Ja, abgesehen davon, dass die zwei Tore durch doch eher glücklichere Momente gefallen sind. Ich meine, genauso wie ich das beim Gegner sage, wenn ich mich drüber ärgere, dass das irgendwie glücklich war und dass das nicht viel mit kontrolliertem FIFA-Spiel zu tun hat, so sehr ärgert es mich dann auch natürlich, oder so sehr betone ich es dann zumindest auch bei mir, wenn mir bewusst ist, dass es auch auf meiner Seite der Fall war. Und was ich dazu sagen möchte, den Gedanken habe ich auch häufiger, dass ich natürlich eine sehr subjektive, trotzdem subjektive Wahrnehmung von dem Spiel habe. Ich glaube, da überrasche ich jetzt keinen von euch. Aber dass ich natürlich vielleicht auch manchmal nicht sehe, wenn ich irgendwo in bestimmten Momenten Glück gehabt habe. Davon nehme ich mich nicht aus oder sage, Das ist nicht so, dass ich das einfach immer auch alles total objektiv sehe. Könnte ein Foul geben, tut's auch wieder nicht. Schade, schade. Es wäre mal ganz fein gewesen. Ja, den komme ich. Der ist wichtig. Ja, der ist gut. Schöner L2-R2-Step. Gehen wir weiter hier. Nehmen wir mal durch. Wow, ist das ein schöner Pass. Wow, ist sogar ein Tor. Hä? Krass, was ist denn jetzt hier los? Was gut gemacht und es führt zu einem Tor. Verrückt. Benzema wollte noch gerade alles geben, bei der Ballannahme das zu verkacken. Ich finde es jetzt richtig schade, wenn es jetzt rausgeht, weil ich hätte jetzt noch richtig Bock gehabt, die nächsten 40 Minuten durchzuspielen und er geht noch nicht raus. Das ist schön. Also er macht wahrscheinlich irgendwelche taktischen Wendungen. Das ist gut, das freut mich jetzt, weil ich jetzt gerade Lust bekommen habe auf das Spiel und ich jetzt hier gerade so ein bisschen reinkomme und ich finde es jetzt irgendwie doof, wenn diese Lustphase jetzt nur so kurz gehen würde. Komm einmal hier lang rüber. Genau. Und dann natürlich kein Tor. Aber wir setzen nach. Wir setzen nicht nach. Wir lassen das. Wir lassen das bleiben. Nachsetzen ist doof. Ja. Da bin ich drin. Können wir jetzt umschalten. Ja.
Nee, da ist mein Spieler hoffentlich dran. Uiuiui. Das ist ganz schön gefährlich manchmal. So. Kann ich weiterlegen? Kann wieder. Oh nein. Aber er kommt, er kommt, er kommt. Und den jetzt durchlegen in die Gasse. Oh, schade, ich habe auf der heute Tor raus. Hat er mich jetzt gerade ein bisschen verarscht. Das muss man dann auch klar so sagen. Ja, Cuadrado ist schnell, aber Konobianka auch. Und deswegen kann er da schön nachgehen und nachsetzen. Oh, olle, schöner Elzwert. Machen wir nochmal einen. Und vielleicht noch einen, ja. War jetzt ein etwas kreativer Passversuch, das muss ich zugeben. Oh, er kann auch die L2-R2-Steps. Oh. Nur du hast nicht mehr ganz so viel Zeit, mein lieber Freund. Schade, dass diese Pässe nie ankommen. Weil sie das immer sehr, sehr gut von hinten zulaufen. Ups. Einmal gerade voll in den Gegner hineingelaufen. Ja. Er nimmt sich Zeit mit Matuidi. Ich glaube, der ist eigentlich nicht ein sonderlich guter Freistoßschütze. Von daher, ja, er hat sich einen neuen Spieler rausgesucht. Lacazette ist eigentlich auch, glaube ich, nicht so ein mega Freistoßschütze. Aber er hat die Schusskraft, um den Ball möglichst kräftig auf das Tor zu bringen, egal wo er dann letztendlich landet. Das ist auch mit einer der wichtigsten Sachen beim Freistoß. Den können wir eigentlich hier sehr, sehr schön anlegen. Der Ball läuft. Komm einmal hier lang rüber. Ja, der geht jetzt wahrscheinlich ins... Ne, er geht nicht ins Aus. Den haben wir nämlich noch. Könnte ein Elfmeter... Also, ist eigentlich ein Elfmeter, weil es ein klares Foul ist, weil er überhaupt nicht den Ball spielt. Aber ein Spieler fällt nicht hin. Weshalb ist dann der Schiedsrichter sagt, nö, dann halt kein Elfmeter. Halte ich den drinne? Ja, halte ich sogar. Krass. Das ist faul. Aber wir spielen jetzt mal hier weiter mit dem Heel-to-Heel. Laufen mit zwei Gegner hinein. Und normalerweise sollte das bei der Straf-FIFA natürlich dann eigentlich auch zu einem Torerfolg führen. Finde ich jetzt gerade ein bisschen irritierend, dass das nicht der Fall ist. Cuadrado macht heute auf beiden Seiten ein sehr, sehr starkes Spiel. Oh, den haben wir. Ja, jetzt leider noch nicht mehr. Okay, jetzt hat er auch mal diesen druckvollen Drehpass probiert, aber der klappt jetzt hier auf der gegnerischen Seite nicht, aber es gibt zumindest noch das Foulspiel. Okay, ja, genau. Den Werberspin in den Gegner hinein wird belohnt. Offensichtlicherweise in den Gegenspieler hinein wird belohnt. Man sieht das hier, da genau auf ihn drauf, das funktioniert. Nicht so machen, dass man den Gegner damit irgendwie ausweicht oder irgendwie so an ihn vorbeilegt, nein. Das muss auf ihn drauf sein. Dann hat das richtig gute Chancen auf... Oh, das hat er gut gemacht. Er stellt sich gerade auf meine L2-R2-Dribblings. Sehr... Oh, ist der... Der ist nicht im Abseits. Doch, der ist im Abseits. Stellt sich gerade auf meine L2-R2-Dribblings sehr, sehr gut ein, indem man nämlich einfach nur noch drauf knallt und ungeduldig wird. Mal sehen, ob er jetzt hier lang und kurz spielt. Ja, fast. Das ist immer eine ganz feine Angelegenheit so, wenn das passiert. Den nehme ich auch. Jetzt hier durch die Gasse durch. Kommt da ran. Jo. Ja. Aber ich fand, das war zumindest gut gespielt. Hier die Gasse erkannt, gespielt und dann natürlich mega Glück gehabt, dass da der Torhüter irgendwie nicht richtig rankommt und ihn gegen Hame spielt, der dann das 4:1 macht. Bloß es war ein eklatanter Ballverlust mit Cuadrado. Sehr gut. Haben wir. Und jetzt in die Gasse. Und den Werberspin habt ihr gesehen. Auf den Gegner drauf. Und deswegen habe ich den Ball auch wieder. Weil so geht das. Ja. Und drauf das Teil. Und schön gespielt. Logischerweise kein Tor. Ganz einfach. Das ist dann doch eigentlich meistens recht konsistent, wie das hier abläuft in FIFA. Sachen sauber spielen und dann halt nicht belohnt werden. Das ist schön. Haben wir noch.
Oh, schade. Ich habe jetzt gedacht, ich könnte mal mit Konobianca einfach mal komplett zerstören. Aber hat dann leider doch beim zweiten Gegenspiel aufgehört. Ah. Ah. Ah, nee. Mal sehen, ob ich da ankomme. Das sieht übrigens gerade extrem gut nach dem ersten Sieg jetzt in der Liga 1 aus. Mit einem 4:1 in der 89. Minute. Oh, da spielt das macht da ein schönes Dribbling. Aber ich bin dann Mustafi dann doch noch dran. Gehe mich einmal vielleicht die Linie lang, aber nein, nein, nein. Das war jetzt ein bisschen übermütig. Jetzt, oh, dann wollte ich eigentlich lange auf Benzema spielen. Ich denke, das wird jetzt hier nochmal ein Tor. Ja, ja, ja. Na, Buffon ist da. Wow, schöner Flicker von Dybala. Und jetzt wird hier richtig gezaubert vom Gegner. Den jetzt mal ablegen. Yes. Und dann der Roulette. Der Gegner läuft auf einen drauf. Und dann machen wir nochmal einen. Oh. Schön. Ah, ich hätte jetzt gerade David Luiz fast noch komplett zerstört. Aber leider ist der nicht gekommen, so wie ich das wollte. Aber es hat gereicht. Und damit haben wir dann auch endlich den Sieg. Und ich bin nicht nur damit zufrieden, dass ich natürlich jetzt endlich mal wieder ein Dreier eingefahren habe in Liga 1, sondern auch, es war dann, glaube ich, dieser Reset hat dann natürlich auch, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ich denke, in der zweiten Partie war das jetzt dann doch auch einigermaßen unterhaltsamer für euch. Ich hoffe doch zumindest, dass ich mich jetzt hier nicht komplett täusche. Liegt vielleicht auch daran, dass es dann besser gelaufen ist. Und ich glaube, wenn da vieles anders gewesen wäre, wo ich frustriert war oder so indirekt sarkastisch beschrieben habe, dass das nicht belohnt wird, obwohl es gut gespielt war. Dass, wenn das natürlich dann in anderen Momenten nicht, naja, das wird jetzt alles gerade zu kompliziert. Aber ich glaube, vielleicht habt ihr eine Idee, auf was ich hinaus wollte. Erster Sieg in Liga 1, so kann es weitergehen. Der Titel ist auch schon weg, wenn ich, also es ist eigentlich meistens so, bei 3 Unentschieden in Liga 1 reicht es dann nicht mehr für den Titel. Wir können kurz nachrechnen. 6x3 sind 8, doch, es reicht noch. Ah, stimmt, ich darf nur nicht 2x verlieren. Es reicht sogar noch für den Titel. Wenn ich jetzt jedes Spiel gewinne, bekomme ich 24 Punkte. Und das würde noch klappen. Das ist doch mal eine richtig fette Herausforderung. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es in der nächsten Folge ein Teambuilding gibt. Wenn ihr coole Vorschläge gemacht habt. Ansonsten baue ich das Team, was ich mir jetzt hier selber so parat gelegt habe. Also nächste Folge kann ich eigentlich mit, sag mal, 80-90% sagen, es wird ein Teambuilding geben. Und ja, wenn es euch heute gefallen hat, Doppelfolge mal wieder. Dann lasst auch gerne einen Daumen hoch da. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, haltet euren Kasten sauber. Euer Tess. Da wird sie halt echt abgebaut. Das muss man auch mal. Oh! Fuck, Alter! Ja, Mann! Ist das.